Die neue Season ist draußen und wir kaufen direkt den ganzen Brawl Pass und werden AT, den neuen Brawler, von 0 auf 750 Trophäen pushen. Wir kaufen als allererstes, wie immer, den Brawl Pass. Plus 6 Stufen, ganz wichtig, bevor wir den jetzt kaufen. Jo, der neue Shop, okay. Wir gehen ganz nach rechts in den Shop. Creator Code, Jo Jonas. So, da haben wir es. Wenn ihr mich supporten wollt, vielen Dank an jeden Einzelnen, der das auch gemacht hat. Und jetzt haben wir den neuen Pass und werden erstmal alles kaufen. Ey, wir brauchen noch Gems. Und wir haben einen Skin. Der kostet 10 Euro? Nee. Kauft ihr Wespe Bo? Das ist ein Bug? Never. Nein, das ist ein Bug. Ich wollte nämlich sagen, ich habe die Season gar nicht gespielt. Let's go. 2000 Gems und durch den Bug können wir uns Wespe Bo kaufen? Was? Den habe ich gar nicht erspielt eigentlich in der Power League Season. Der ist übel geil. Oh mein Gott. Hey, was ein geiler Auftakt hier direkt. Zack, ohne den Pin auch direkt. Ja, chillig. Den habe ich nie erspielt. Da würde ich sagen, wir werden gleich alles öffnen. Wir jammen erst einen Brawl Pass auf, auch bis zum Skin. Let's go. Ist viel zu laut. Hilfe. Oh Mann, und die letzte Stufe ist erreicht. Blutrote AT. Ey, wir haben von letzter Season, ich habe 67 von diesen Bonusbelohnungen angespart. Okay, erstmal den neuen Skin. Sollen wir den auch pushen? Schreibt auch gerne in die Kommentare. Ist er cool genug, dass wir ihn pushen sollen? Box haben wir noch nie gepusht. Oh, und den Skin auch noch dazu. Geil, okay. Dann legen wir los mit den Credits. Oder erstmal Gems und Münzen und so abholen. Okay, gut, dann zuallererst versuchen wir den Brawler freizuschalten. Dann haben wir noch Pins, wir haben Credits, Powerpunkte, alles, okay. Ach, der ist akromatisch. Ach so. Will jetzt nicht die ganzen Credits für Ruhm wasten. Dann lieber für Willow aufheben. Wir haben heute einen ganz besonderen Sponsor. Und zwar Repeat GG. Denn wie ihr sehen könnt, bin ich gerade auf meinem Brawl Stars Account und gehen in mein Profil. Denn wir wählen uns jetzt für eines ihrer E-Sports Turniere an. Denn die hosten jeden Monat E-Sports Turniere mit 70.000 Euro Preisgeld. Und eben auch für Brawl Stars. Ich wähle jetzt hier einfach Brawl Stars aus. Und schon kann ich Turnieren mit fast 2.000 Euro Preisgeld beitreten. Dazu muss ich einfach meinen Spielerkürzel eingeben. Das steht unter meinem Profil. Profilbild und schon sind wir verbunden. Je nach Turnier könnt ihr Powerliga spielen oder Trophäen pushen. Meldet euch also jetzt an. Link ist ganz oben in der Beschreibung und joint jetzt auch im ersten Turnier und gewinnt Preisgeld. Okay, ey, das sieht ziemlich geil im Menü aus. Ich konnte es gerade gar nicht sehen. Ich bin im Weg. Hier sehen wir es nochmal. Wir können hier auf Einfordern drücken. Wir machen es mal. 3, 2, 1. Jetzt AT freischalten. Das ist so ein Brawl Pass Button. Und. Auch so. Wir werden in den Brawl Pass weitergeleitet. Okay, 3, 2, 1, let's go. Vielleicht der stärkste Brawler seit Ewigkeiten. Ich finde es zumindest. Er sieht so geil aus. Du hast dich im Star Park verirrt, keine Angst. AT hat dich bereits im Blick. Er hat den Überblick. Ein Grund zur Sorge. Power 1. Wir gehen jetzt gleich direkt Power 11. Aber ich würde sagen, wir sammeln zuerst mal die Brawl Pass Belohnung ein, oder? Oh, okay, das ist natürlich chillig. Das ist echt geil. Noch ein fettes Level-Aufstieg-Paket, warum auch immer. 3000 Münzen und ganz entspannt nochmal 3000 Münzen und 1500 Powerpunkte. Also besser kann man da nicht reinstarten. Haben wir nicht auch den Polizist, AT? Nee, ach so, der ist aber eh hässlich, ehrlich gesagt. Also, passt schon. Warum hat die Tara gerade eine Pizza in der Hand gehabt? Was? Junge, einfach vom Pizzaruf. Was? Wo kann denn die Pizza? Was ist das denn? Das muss ich screenshotten. Was ist das denn für ein Angebot? Ey, wie geil. Die hat einfach eine Pizza im Gesicht. Ey, vor allem, wo kommt die Pizza her? Ich meine, der hat doch nicht mal eine Pizza direkt so in der Hand. Wo kommt denn die Pizza aus der Schachtel direkt in Taras Gesicht rein? Was? Oh, wir haben noch einen Posteingang, by the way. Oh mein Gott, wir haben so viel im Posteingang. Passt auf. Pins. Ich habe die extra aufgehoben fürs Video. Oh. Hässchen Penny, Bo, Colette, Ems, Nita, Penny, B, Gale und Bo. Zack. Ah, meine Star-Punkte belohnen könnt ihr nochmal schauen. Hier, 6.000. Wir wollen diese Season ja 50.000 pushen. Sind gerade bei 40.000. Auch nochmal interessant. Übel geil. Ist nice. 6.000 Star-Punkte. Damit zusammen fast 20.000. Okay, wir sammeln zuerst alles ein, was wir jetzt für AT bekommen. Und ich glaube, wir kriegen auch schon direkt hier ein paar geile Pins. Mal schauen, was du dabei. Weinender Pin. Ja gut, das sind die Klassiker. Klatschender Pin. Wütender Pin. Ja gut. Herzpin. Der ist ganz cool. Oh, der ist schon ganz cool. Seid ehrlich. Oh, neues Spray. Oh, noch ein neues Spray. Ja, hier. Okay, ja, die sind ganz cool. Ganz cool. Ein schwitzender Pin. Okay, der ist schon cool, seid ehrlich. Der ist schon krass. Was kann der? Oh, das sind jetzt die Pins für den Skin schon. Der ist langweilig. Ja, das sind die Klassiker, der ist wütend. Der ist traurig. Okay. Der ist krass, pass auf. Ey, der ist ja total langweilig, doch nicht. Komm, irgendein Special Pin muss noch. Ah ja, der letzte. Der ist Special, aber passt auf. Bam. Oh, ja, okay, den fühle ich. Die müssen wir direkt aktivieren. Der ist schon geil. Okay, noch die beiden Pin-Packs. Langweilig. Geht so. Standard-Pins. AT Power 1, was sind die Stats? Bin ich echt gespannt. Haben die Stats nochmal angepasst seit dem Brawl Talk? Wir haben 700 Schaden, 4100 Trefferpunkte. Keine Ahnung, wir werden es rausfinden. Super spannend. Okay, Power 1, wir legen los. Power 2, Power 3, Power 4, 5, 6, 7, 8. Reicht es aus? 9, 10? Das reicht aus. Power 11. Wir haben, oh, ich glaube 1000 Leben weniger, oder? 6150? 1050 Schaden?
ist auch weniger. Wir hatten 1500 Schaden gehabt. Okay, der Brawler war auch viel zu broken im Brawl Talk noch oder im Death Build. Wir sind drin in der ersten Runde. Was hat sich geändert? Wir haben noch keine Star Power, kein Gadget, aber es sind Power 11. Doppelter Schaden. Weiterhin. Okay. Ich dachte, es soll nur 10% sein, habe ich irgendwo gehört, aber scheinbar war... Oh mein Gott, doppelter Schaden. Und die Markierung geht auch nicht weg. Der Brawler ist komplett OP. Schaut, ich habe ihn ja schon testen dürfen. Also Lukas meint, das wäre der stärkste Brawler nach Sprout, den er in 3 Jahren testen durfte. Schaut euch das Vieh an, 8000 Schaden haben, 8000 Leben haben. Wir haben nur nicht mal eine Star Power oder Gadget, by the way, ne? So, ich suche... Da oben ist ein Gale. So, ich würde gerne mal die Ult noch zeigen im ersten Match. Die geht alle zu schnell down, jetzt, passt auf. So, die Pam. Zack. Bam. 5000, Junge. Achso, Kacke, das Geschütz, das kann sich auch healen. Was? Jesus, ist das aber neu, oder? Wie sollten das ein Schild? Ah, die haben die Animation angepasst, dass es jetzt noch so ein Schild hat. Bam, bam. Und ey, das ist auch geil, seid ehrlich. Bam. Boah. Ohne Star Power, ohne Gadget. Okay, die werden wir uns jetzt erstmal holen. So, zack, Platz 1. Und ohne Skin. Okay, jetzt kommen wir erstmal zum Gear. Wir kaufen einfach mal alle Gear. Achso, wir haben nur 4000 Münzen. Okay, ich korrigiere. Wir brauchen erstmal Münzen. So, wir holen uns ein paar Münzen ab. Ich bin mal gespannt. Wir holen mal alle Münzen aus dem Brawl Pass und wir sehen uns gleich wieder. Wie viel sind da drin? 4 Karten, wir gerade mal schauen. Chat, was tippt ihr? Wer weiß, wie viele Münzen in dem Brawl Pass sind? Echt eine gute Frage. Okay, wie viele? 16.000 Münzen fast in dem Brawl Pass. Was? Wie geil. Okay, erstes Gadget. Okay, zack, wir haben's. AT sendet in geteilten Zustand ein Signal an seine Beine. Ah, okay, also wenn Gegner zwischen unserer Ult und dem Kopf stehen, kriegen die 5-fach Schaden und werden verlangsamt. Klingt geil. Okay, die Star Power. Markierung halten 3 Sekunden länger. Ja gut, das ist natürlich, also das ist OP. Das ist komplett OP, das ist klar. Okay, Gears, wir kaufen uns mal ausnahmsweise alle Gears, oder? Komm, fürs Video. Zack. Ist eigentlich dumm, es sind 5000 Münzen, ich brauche die dringend, aber für den Content können wir jetzt alle Gears auch testen. Wir machen mal Speed und Damage. Dann der hier, der ist halt krass, den haben wir schon gesehen, der ist cool, der ist echt cool. Und natürlich der hier, bam. Das ist cool, okay, jetzt haben wir eine gute Pin- und Spray-Ausrüstung, die ich bestimmt eh nicht benutzen werde, aber egal. Okay, jetzt Star Power, also, die Markierungen halten schon mal 3 Sekunden länger. Wo ist eine Kiste, wo kann ich draufschießen? Hier, zack, passt auf. Ja, hier kann ich echt, ich will den markieren, so, passt auf. Ah, ich muss ihn killen, ansonsten sind wir tot. Wir sind schon fast gestorben, egal, 10 Sekunden hält's jetzt. Davor 7, jetzt, oder wir müssen zählen, haben die das geändert? So, ich würde gerne mal das Gadget zeigen. So, passt auf. Jetzt hier meinen Kopf hin. Hallo, ich muss zwischen dich. Dazwischen. Oh mein Gott. Würde nur das Gadget halt nochmal. So, jetzt passt auf. Ult, geh dazwischen bitte. Jetzt drücken. Ist ja sauschwer. Das trifft man ja gar nicht. Slow. Jetzt, habt ihr es gesehen? Das ist aber schwer zu treffen. Also das Gadget wirkt, muss ich echt sagen, ein bisschen random. Damit die ersten Trophäen, wir kommen jetzt wie versprochen natürlich noch zum Skin, bevor wir dann zu Brawler kommen. Ich bin so gespannt, wie weit wir heute kommen werden, ob die 1000 auch möglich sind heute oder ob es zu schwierig ist. Der Skin ist geil, seid ehrlich, der Skin ist wirklich geil. Junge, der sieht in der Lobby aber halt auch schon anders gut aus, schaut euch nicht an. Gras Tentakel und ja, sieht schon nice aus, seid ehrlich. Wow. Okay, passt auf, der Skin ist 10 von 10. Allein die Schüsse, diese fetten Augen, die er schießt. Bam, bam, bam. Okay, so viel Schaden machen wir ganz schon 1 gegen 1. Das ist halt eine Mischung, ne? So, jetzt hier der Skin. Passt auf. Bam. Das ist schon krass, seid ehrlich. Dieses Auge auch überall. Das ist so, soll ja die Kamera so ein bisschen darstellen, ne? Jetzt hier, wenn wir einen Gegner treffen. Achso, der ist tot schon direkt, aber egal. Ey, zack. Ja, das bleibt nur jetzt hier. Seht euch das an. Wie geil. Und die Ult ist nochmal krasser soweit. Hier, jetzt die Ult. Seht ihr das? Und das healt auch das Ding, oder? Glaube ich. Egal. Kann das bitte healen? Hallo? Heal? Ja, das healt. Wow, das ist schon krass. So, jetzt hier, passt auf. Das ist so geil. Wir können vor allem auch markieren damit. Und wichtig, zurück zur Station gehen, weil wenn unsere Station stirbt, stirbt auch der Brawler. Also wenn die im Poison irgendwie steht und die weg ist, dann sind wir auch tot. Das ist halt echt krass. Da muss man echt aufpassen und vorsichtig sein. Gut, oh mein Gott. Oh, muss schon auf. Jetzt haben wir, ist hier das Geschütz da. Ob es jetzt so schlau ist? Jetzt passt auf, wie viel Damage wir machen gegen so einen Bären. War 5000. Und der war nicht markiert, ne? Glaube ich, nee. Jetzt hier auch. Ich mache jetzt schon 3700. Das heißt, wenn er nahe steht... 7.500 Schaden, chillig. Ja, das geht auch. Stell euch mal vor, wir wären slow. Bam. Wir können über die halbe Map teleporten dahin. Das ist halt auch crazy. Zack. Boah. Let's go. Und damit rein in Brawl Ball. So, die erste Runde in Brawl Ball. Ich bin super gespannt, wie der Brawler jetzt direkt ist. So, zack. Zack.
Zack. Und ja, gut. Gut, die sind natürlich jetzt noch nicht so gut, aber man sieht, glaube ich, schon. Vor allem, also der Brawler ist vor allem broken, wenn man halt natürlich, zack, die Ult hat. So, wir versuchen jetzt mal. Wir versuchen mal zu zeigen. Zack. So, hier. Gut, die laufen jetzt auch krass rein. Man sieht es schon ungefähr. Ne? Das ist crazy. Die allererste Runde dauert nicht mal 30 Sekunden. Das ist schon nice, halt ehrlich. Die ersten 45 Trophäen, Rang 5. Und wir sehen uns bei Rang 10 gleich wieder. Oh, nice, der nächste Rang. Oh mein Gott, wir werden die Mastery heute richtig hochbekommen. Wieder. Wir sind bei 38 Punkten jetzt. Also Silber safe. Silber ganz safe. Oh mein Gott, was? Der Gesetzeshüter RT ist gerade reingekommen. Hä? Wie geil. Ich wusste doch, dass der kommt. 29 Gems. Wir testen ihn einmal. Er ist aber, finde ich, nicht ganz so nice wie der andere. Let's go. Polizei-RT. Wir sehen ihn gerade mit so einer coolen Lampe auf dem Kopf. Sag ich ehrlich, ist eine coole Alternative für den Skin. Wenn man den anderen Skin halt nicht hat. Aber an sich finde ich den blutroten... Heißt der, ne? Blutrot, glaube ich. Ja, Skin schon deutlich cooler. Wie sieht denn die Ult aus? Oh, das ist so ein ganz komischer Unterbau. Seht ihr das? Die Schüsse sehen voll cool aus, oder? Die sehen auch, die haben den immer angepasst. Die sehen cooler aus als die Originalen, oder? Ich hab Lost, aber ich glaube schon. Diese Markierung ist so broken, ne? Boah, ist das okay. Der Brawler ist viel zu stark, die müssen den nerven. ETF. What is your favorite Brawler? Ich habe vergessen, den Timer zu starten. Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir schon mal Rang 10. Ich weiß nicht, wie lange wir pushen. Wir müssen ungefähr 20 Minuten draufrechnen. Aber ich will halt wissen, wie lange wir heute brauchen. Für den Tausender. Zumindest die 20 Minuten müssen wir wegrechnen dann. Okay, auf geht's. Ein Tor, dann hätten wir es. Schau mal, Rang 10, da sehe ich mich. Das Ding ist halt, die sind halt dauerhaft markiert. Nee, die können nichts machen. Ist das nice. Und damit sind wir nach 20 Minuten schon mal Rang 10. Ist schon mal nice. 140 Trophäen. Ey, das ist broken. Das war OP. Ey, wieder. Wir gewinnen jede Runde in einer Minute. Das ist sehr gut. Oder? Wir haben die Quest geschafft. 50 mal gewinnen. Nice. Oh mein Gott, er passt mir den Ball. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich die Chance. Oh. Raumhaft dabei. Ja, okay, weil es war eine längere Runde sogar. Aber ich glaube, oh, wir haben die erste Meisterungsstufe geschafft. Ja, 1000 Münzen. Da sehe ich mich. Mittig. Schieß mittig. Bam. Gut, ich muss aus. Man muss gut zielen. Dann läuft das. Wir sind gleich schon bei 400 Trophäen, Leute. 300. Wir haben nach einer halben Stunde die entscheidende Runde schon für 300. Und auch einen neuen Trophäenrekord aufgestellt. Die müssen wir uns gleich mal anschauen. Gar nicht drauf geachtet. Übel geil. 1-0, sehr gut. Das Ganze ist ziemlich einfach. Ihr braucht 5 Punkte. Also einmal 2 und einmal 3 am besten. Also von einmal von außen. So, passt über zu Umut. Was machst du? Und? Oh nein. Loge, du hast noch einen zweiten Versuch. Loge, mach ihn. Nein. Kacke, okay, das ist dumm gelaufen. Ja, der Schaden ist so insane. Der Schaden. Nein. Ich muss scoren. Irgendwer muss doch scoren. Umut, pass rüber. Das sind nur 2 Punkte, Junge. BTF. Was eine Runde. Okay. 300 Trophäen in Brawl, Basketball mal geschafft. Sehr, sehr geil. Und jetzt der Trophäenrekord. Passt auf. 40.282 schon mal. Es geht los heute Richtung 50k natürlich auch. Wie geil. Oh, Lieblingsbrawler, machen wir mal AT direkt rein. Sieht halt cool aus, deswegen. Ich gehe jetzt nach vorne mit dem Dreier. Oh, ho, ho, ho. Auf Ansage. Habt ihr das gesehen? Das war geil. Zack. Ey, das muss ins Video eigentlich der Kill gerade. Sehr schön. 373 schon mal. Okay, da ist die Ultra dann schon ganz geil, ne? Boah, es ist schon broken, der Brawler. Ich meine, wenn man sich konzentriert mal so kurz und einfach mal nichts sagt, finde ich. Oh. Und weg. Ah, da kriegt man auch Leben dazu, ne? 1000, glaube ich, ne? Egal. Oh, oh, Loge, du verbrennst! Ach, wir haben schon gewonnen. Nice. Der nächste Rang schon in den Meisterungen, ja. Powerpunkte. Wir kriegen auch relativ viel. 100 Credits. Chroma Credits auch. Okay, entscheidende Runde für 5er Trophäen. Auf geht's. Wir sind bisher sehr gut dabei. Also ich meine, das Tempo 500 kann man sich echt nicht beschweren. Und AT wirklich sehr, sehr stark bisher. Muss man wirklich sagen. Oh mein Gott, okay. Geht es hier voll auf mich, aber eigentlich hat er jetzt ein Problem. Ich wollte gerade sagen. Das ist halt geil. Ich bin halt ein Distanz-Brawler, aber selbst ein Mortis im Nahkampf. Ihr seht das. Ich hätte nicht mal die Ult vor allem. Yes? Oh ne. Oh, Loge. Oh, das ist halt traurig. Ball zu mir kommen. Ich kann mal Sketch testen. Schade, ich markiert beide.
Ja, ist krass. Das ist krass. War sogar noch ein bisschen verkackt hier, aber 5er Trophäen. Und auch die Mastery. 1000 Punkte schon mal. Was immer mehr, ne? Jetzt war schon 600. Okay, wir gehen auf Basketball. Hm, die nächste Meisterung. Ready. 600 Trophäen, nice. Dann lass jetzt in die verschiedenen Modi reinschauen. Also, 2 Stunden drin. Wie gut ist halt hier jetzt in Juwelenjagd oder in anderen Modi? Das finde ich jetzt echt spannend. Mal schauen. Das Ding ist, er kann halt gut reinsnipen. Er kann eigentlich auch Nahkampf sein. Ich glaube schon, dass es nice wird, persönlich. Und die sind auch markiert, aber die kann man jetzt nicht sehen, ne, mit den Kameras. Also, okay, das wäre natürlich krank gewesen. Und nicht. Ja, wir machen es hier auch. Ich weiß nicht unbedingt schlecht für uns, dass wir jetzt hier aufmachen ein bisschen. Hm. Kann natürlich einiges machen. Ich wollte gerade sagen. Oh, sehr schön. Yes. Okay, da hatten wir jetzt gesehen. Das war krass, ne? Ich meine, es war 1 gegen 3 praktisch, ne? Ja, ich darf noch nicht überschätzen. Er ist schon gut im Nahkampf, aber jetzt auch nicht so krass, dass er als 1 gegen 1 gewinnen kann, war. Mara Ult. Nice, nein. Ich bin gestorben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ihr schafft das. Die ist lost, oh mein Gott. 10-10. Der kann nur die Wand nicht zerstören, der checkt es nicht. Ich werde es leider sterben da hinten. Die killen den Unterbau nicht, die sind lost. Check es nicht. Ich werde leider gleich sterben, ja. Die Runde. Nein. Digga, die Runde. Alter, der Frank ist da, der hat den Frank bekommen. Wir haben genug Gems Vorsprung. Nice. Wow. Wir haben gewonnen. Oh, die Gem Crab Quest noch geschafft. Geil. Ja, die Runde war nice. Okay, Hot Zone. Wie ist AT in Hot Zone? Wenn ich predikten würde, würde ich sagen, er ist eigentlich ziemlich gut, weil er hat viel Leben und macht ordentlich Schaden und kann auch in den Nahkampf gehen. Schau das an. Das ist halt crazy, seid ehrlich. Das ist halt absolut nicht mehr normal. Und der Teleport ist auch noch hier. Das ist krank. Das ist wirklich, wirklich krass gewesen. Wow. Zack, können wir jetzt auch gut wehren. Gut, ich bin down gegangen, was ging. Und damit das entscheidende Game für 700 Trophäen, Leute. Auf geht's. Let's go. Wir geben alles. Wow. Okay, das ging schnell. Das ging wirklich schnell. Jetzt kann ich eigentlich hier raus aus der Form. Und zack. 7er Trophäen. Ich muss sagen, das Tempo ist aber nicht so gut. 3 Stunden jetzt schon ungefähr. Ja, aber es ist geil. Bam. Oh, 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 da ist er zwischen die Fronten geraten. Ja gut, das war auch ein Freebin. GG's. Okay, wer will du? Oh, wir sind Silber 1. Ja. Yes. Shit, jetzt bin ich da unten eingekesselt. Nice, oh mein Gott, ich habe genau darauf gehofft. Das war jetzt lucky, aber eher ist gut. Ist gut. Oh, ich muss aufpassen. Ich muss mich jetzt ranhalten, weil da unten gleich der Poison kommt und dann bin ich down. Da habe ich nämlich dann keine Chance. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich offensiv gehen, tatsächlich. Das ist natürlich nicht total übertreiben, weil das meine ich, ich bin jetzt gleich down. Ja, ich musste offensiv gehen, sorry. Ja. Okay, vorentscheidende Runde für 750 Trophäen. Ist er AFK? Für 750 Trophäen. Da ist er. Er ist nicht AFK. Stun daneben. Sehr gut. Da unten ist direkt das erste. Das ist nicht voll aggressiv auf uns direkt. Ja, die sind direkt sehr, sehr aggressiv. Wir gehen mal lieber nach oben, oder? Ah, wobei. Ja, doch, 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 nach oben. Nein. Wir haben 5 Cubes. Von beiden. Nee. Na. Mann. Das können wir noch. Junge. Oh mein Gott. Ja. Ja. Oh mein Gott. Schade. Aber, ey, ohne Witz, direkt 2 Teams auf uns. Wir sind echt Top 3, das ist so unverdient. Wenn wir jetzt wirklich Top 2 kommen. Jetzt können wir die halt entspannt pressern dort. Oh, tut halt das weh. Was wollen die jetzt machen? Ich kann jetzt immer wieder auf die drauf schießen und es, wenn von der anderen Seite noch ein Team kommen würde, wäre halt geil. So, zack. Ich hab fast beide gekillt. Der hat 100 HP. Du musst ihn wirklich nur finishen, bitte. Ja, so. Let's go. Ja, es ist die einzige Chance wäre jetzt wirklich, wenn wir den Stun auf den treffen würden. Ansonsten keine Chance. Der hat 17 Cubes, der Typ. Wir haben gewonnen. Was? Wir haben einfach gewonnen, ich weiß nicht wie. 747. Auf geht's, die letzte entscheidende Runde für 750.
Okay, und wir sind drin im hoffentlich entscheidenden Match. Ey, 3,5 Stunden. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mit weniger gerechnet. Irgendwas spinnt die sich. Ist das ein Sniper oder was? Nee, okay, der ist einfach nur sauer irgendwie. Keine Ahnung, was da jetzt los ist. Okay, der geht. Ist da noch mal im Busch? Junge, der Cube droppt genau in ihn rein. Das ist so ein Witz manchmal bei den Cubes, ne? Das ist der Wahnsinn. Da ist noch eine Bonnie da oben. Ja. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler von mir. So, passt auf. Wir müssen die Ult nutzen und dann kommen wir direkt weiter. Ja, okay. Let's go. Das war ein großer Fehler. Wir sind Top 4. Wir brauchen nur 3 Trophäen. Das ist theoretisch sehr gut machbar. Nice. Nichts. Oh mein Gott, nein. Nicht so gut. Ich habe ihn zumindest ein bisschen weggelenkt. Mann, das ist so dumm von der Pam gewesen. Das war's. Ach, Mann. Oh mein Gott, let's go. Das ist der Win. Das Problem ist nur... Oh. Das, ich kann das nicht... Ich war schon unkonzentriert. Egal, es ist jetzt 1 Trophäe. Es sind jetzt wieder 3. Ich mache es jetzt solo. GG an Fake Bro, ne? 3,5 Stunden, das wird es durchgezogen. Wir schaffen jetzt 7x50. Wir müssen einfach nur Top 4 kommen, dann haben wir es. Einfach nur der Win. Auf geht's. Eigentlich, wir werden nicht Team, wenn es machbar ist. Ich glaube, wir kriegen auch hier direkt 3... Ja, das ist sehr gut. Wir kriegen, glaube ich, direkt die 3 Cubes, die wir brauchen. Besser geht's eigentlich nicht. Ja, weil Team, wir werden nicht Team. Wir haben 3 Cubes. Das ist perfekt. Deine Mike mit Style. Ich hätte so ausgeraten. Nein. Nee, also wirklich, nee. Nee. Ich würde sagen, dass irgendwo noch Edgar da schon drin. Danke. Du hast mich gesaved. Oh je. Was ist das denn? Tschüss. Wer hat nochmal die dumme Idee gehabt, Solo zu spielen? Leute, entscheidende Runde für 750, fast 4 Stunden jetzt. Ich kann eigentlich nur lachen. Oh Mann, wir haben wieder diesen Spawn bekommen, wir haben einfach nichts. Wir haben einfach nichts. Das ist wieder nichts. Gar nichts ist hier. Perfekt. Okay, komm, wenigstens ein Cube. Komm, ich will wenigstens jetzt ein Cube für uns saven. Auch wenn wir sterben. So, eigentlich. Zwei hast du jetzt. So. Okay, komm. 2 und kein Cube. Wir haben so viel Pech die Runde, ne, wieder. 2 und kein Cube, Alter. Egal, wir gehen mal in die Mitte, da sind viele Wände eigentlich. Die können wir gut ausnutzen. Also er kann gut ausnutzen. Da ist jemand. Sprout. Ah, leider. Ja, das gerne alle auf die Cubes. Ja, kriegen wir nicht. Ne? Oh, die fighten sehr gut da oben. Das ist gut für. Oh mein Gott, da war eine Pika. Ja, 10. Ja, 10 haben wir. Oh mein Gott. Ja, was? Ja, was? Ja. Wir haben's. Ich weiß nicht, wie wir es gewonnen haben. Es ist einfach so eine random Runde wieder gewesen. So, da oben steht jetzt noch meine Pflanzenbeine stehen da noch. Ja, ich muss es offensiv gehen, weil sonst ist eh gleich over. Nice. Let's go. Sehr schön. Jetzt kann ich noch die Ult nutzen und bin zurück. Wow. Wir haben es geschafft. Ey, 4 Stunden für dieses Video alleine. 57 Trophäen. Ey. Es war wirklich härter, als ich dachte. Leute, lasst ein Abo da. Mehr Push-Folgen. Danke nochmal an alle, die mich hier supportet haben, auch mit Creator-Code zum Season-Ende. Und hier ist noch der Abstand verlinkt. Haut rein. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Gute Nacht. Ciao.